bereits jetzt. Es ist verboten. Das Sabbatverbot. Weil das ewige Sabbat, das ist Seuchenverbreitung. Und das schadet dem gesunden Volk. Wie gesagt, haben wir hier ein Fallbeispiel. Der Robert Rötz, der Sohn des notorischen Sabberheini, der steckt seit Jahren und Jahren mit Kollegen an, die im gleichen Restaurant gegessen wie er. Das ist das Problem. Das stört. Und das senkt Produktivität im ganzen Betrieb. Und da fängt auch der Bach an. Darum haben wir auch hier so eine Lösung. Jetzt ist fertig, jetzt ist einfach Schluss. Mit der Verletzung von kinetischen Gefühlen. Null Toleranz. Man kann auch nicht mehr unterscheiden, was schon gibt. Und zwar darf man nicht urinieren im öffentlichen Raum. Und dass dieses Wort existiert, wird auch unbeachtet zu ziehen. Und das ist ein grosses Problem. Und zwar kann man das Problem lösen, indem man dem Verbot mehr Durchsetzungskraft verliert. Und man kann das in zwei Phasen machen. In einer ersten Phase kann man zum Beispiel Pärz besser ausnüchten. Und das in der Sieg fordern, lassen Sie ihr Lichtnacht brennen. Dass man hier nichts sieht. Dass sie Wärter nicht dran wahrnehmen. Das ist einfach ein Ziel. Das ist ein Missstand. Das heißt, es verbot. Und das ist da haben wir noch ein paar Statistiken. Der Produktivitätsverlust in der Schweiz ist eigentlich umgekehrt proportional. Das in der Kategorie Strategien auch mit viel Engagement bearbeitet wurde heute Abend. Nicht nur heute Abend, sondern hintergrund wahrscheinlich auch schon im Vorfeld intensiv mit einem Anliegen, die auf uns auf dem Herzen liegen, auseinandergesetzt zu haben. Sie haben wirklich bearbeitet, Sie haben das schön präsentiert, das ist wirklich auch schwierig. Und ich denke, es sind wirklich bedenkenswerte Vorschläge, die Sie zur Durchsetzung auch der vorgeschlagenen Gebote hier präsentiert haben. Und es freut mich sehr, dass Anna Bühler Ihnen jetzt den Pokal und auch Ihnen allen dreien natürlich die Ehrenmitgliedschaft bei der Gruppe Kraft.